Der verstörte Eros heißt das Buch, in dem der Kölner Schriftsteller Dieter Wellershoff die 200-jährige Geschichte des Gefühls nacherzählt. Von der Vernunft zur Liebesehe und von dort zu den unerfüllten Begierden einer verwirrten Spätmoderne. Der Titel drückt aus, dass die Sexualität, das Erotische, nicht einfach eine Natureigenschaft des Menschen ist, sondern dass es ein Medium ist, in dem sich seine ganze Existenz ausdrückt. Und deshalb ist dieses Buch auch so etwas wie eine Mentalitätsgeschichte, zentriert durch den Eros, aber eben auch des Bewusstseins des Menschen von seiner Situation im Laufe von 2 Jahrhunderten. Ich habe mich gewundert, als ich das Buch begann, dass dieses noch nicht geschrieben worden ist. Eigentlich wollte ich nur einen Aufsatz schreiben. Das hat mit Goethe begonnen und ich wollte einen Sprung machen zu Wellebeck, um die weit auseinanderliegenden Autoren miteinander zu vergleichen. Und dann auf einmal sah ich, ich hatte ein Buch vor mir. Ich würde einen Gang durch die Literaturgeschichte machen, mit exemplarischen Beispielen, nicht unter Vollständigkeitsgesichtspunkten. Und ja, dann war das ein einziger Trip für mich. Die Liebe als eine bürgerliche Tugend. Das ist eigentlich ein ganz fundamentaler Einschnitt damals gewesen. Der Adel hatte ja die Ehe eigentlich als etwas gesehen, das nach standespolitischen und politischen Gesichtspunkten geschlossen wurde. Und daneben gab es dann sozusagen für die Sexualität noch die Amour-Passion. Und das Bürgertum hat sich von dieser frivolen Position wegbewegt und den Begriff der Liebesehe erfunden, in der Romantik, in der Empfindsamkeit. Also die Vorstellung, dass Liebe und dass Liebe der eigentliche Ehegrund sein würde, was es auch ermöglichte, nun unendlich viele verschiedene subjektive Auswahlen zu treffen, während damals sozusagen nur im Rahmen von Familienperspektiven geheiratet wurde und unter der Herrschaft der Eltern auch. Die Liebe ist dann sozusagen auch der Grund zum Zusammenbleiben. Also es wird versucht, sie sozusagen mit der Institution der Ehe in Verbindung zu bringen, auf Dauer zu stellen. Aber dann zeigt sich, dass das eine ganz problematische Konstruktion ist. Und das zeigt sich vor allen Dingen dann in den Ehebruchsromanen, die danach folgen. Die großen Leidenschaftsromane kommen ohne die Darstellung der körperlichen Sexualität aus. Es ist so, als würde in dem Moment immer ausgeblendet. Man weiß zwar, man bekommt mit bei Emma Bovary, wie sie langsam dem Verführer verfällt. Und dann ist aber der Vorgang zu Ende. Bei Anna Karenina zum Beispiel, da sieht man sie nachher, nach dem Liebesakt, dass sie zum ersten Mal mit ihrem Geliebten zusammen war. Und man sieht ihre Erschütterung, ihre Verwirrung und so weiter. Und daraus erschließt man, was sich abgespielt hat. Aber dann, lange noch danach, wird es erst vollzogen, was in der Zeit geschehen ist, im Bett und in der Kutsche und wo auch immer. Die berühmte Kutschenszene von Madame Bovary, da weiß man auch nur, die sind in der Kutsche und da geschieht es, aber man sieht sie nicht. Es ist ein Autor, der sexuell schwer gehemmt war. Lawrence, D.H. Lawrence, der, als er sozusagen durch die Liebe zu einer älteren Frau, die sich ganz zu ihm bekannt hat, zur Sexualität befreit worden ist, der Sexualität diese ungeheure Daseinsmacht zugesprochen hat und sie dann natürlich auch beschrieben hat. Wunderbar beschrieben hat er. Ich habe mein Buch damit begonnen und das hat mich auf den Gedanken gebracht, eine Schaufensterdarstellung des Kölner Kaufhofes zu beschreiben, in der eine sehr sexuelle Szene dargestellt ist, um schwarze Unterwäsche zu verkaufen. Eine Frau liegt auf einem gedeckten Tisch in schwarzer Unterwäsche. Das ist eine Sache für sich. Wenn man es aber im Zusammenhang sieht mit den gleichgültigen, eingeschlafenen, tranigen Gesichtern, die da vorbeigehen, dann hat man das ganze Problem in seiner Spannweite auf dem Tisch.
Es gibt eine Wahnsinnserzählung von Brodsky, einem Amerikaner, in der ein junger Mann, über 40 Seiten hinlang ist das geschildert, versucht seiner Verlobten einen Orgasmus oder seiner Freundin einen Orgasmus beizubringen. Mit allen Tricks, die man aus den Lehrbüchern lesen kann, aber es ist eine schweißtreibende, verkrampfte Angelegenheit. Da kommt also sozusagen eine Absurdität plötzlich zum Vorschein. Man könnte sagen, Dialektik der Aufklärung. Aus dem Befreiungsakt wird ein neuer Zwang. Ein klassischer Fall von Dialektik der Aufklärung. Ein kluger und inspirierender Gang durch die Literatur des Begehrens. Das ist Dieter Wellershoff mit dem Buch Der verstörte Eros gelungen.